Moin Moin Friends und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute für euch mal ein What's on my phone Tag, weil ich habe, ja, ist schon ein bisschen älter jetzt, ist glaube ich schon jetzt einen Monat alt, aber ich habe ein neues Handy, also das ist mein altes Handy, das ist das Samsung Galaxy A70, das ist jetzt zwei Jahre glaube ich alt, also so ungefähr zwei Jahre alt. Die Hülle ist, by the way, super schön. Habe ich mir selber gestaltet. Ja, das ist auf jeden Fall mein altes Handy. Und ich habe mir deshalb ein neues gekauft, weil halt das komplett rumspackt. Ich meine, ich benutze es doch. Ihr seht meine Vlogs immer mit dem Handy. Also ich benutze das Handy nur noch, um Vlogs zu drehen, zu schneiden und um Musik zu hören. Sonst benutze ich halt wirklich hauptsächlich nur noch dieses Handy. Das ist das iPhone 11. Ganz normal. In Violett. Tada! So sieht es aus. Ich wollte euch halt mal dann so zeigen, was ich da so drauf habe. So, erstmal Flugmodus aktivieren, damit hier keine Nachrichten dann kommen. Ich habe mich jetzt mal so ein bisschen an den Rand hingesetzt, damit ihr hier meine Bildschirmaufnahme sehen könnt. So, sprechen muss man können. Also, wie ihr seht, das ist mein Home-Bildschirm. Ich kann irgendwie den Sperrbildschirm nicht zeigen. Ich blende euch jetzt mal kurz ein Foto ein von meinem Sperrbildschirm. Das ist ein Foto aus Büsum, was ich gemacht habe, von der Nordsee. Und ja, so sieht jetzt mein Home, mein Hauptbildschirm aus. Ich kann euch jetzt mal die vier Apps hier unten sagen. Da habe ich einmal Telegram, ganz normal, da schreibe ich mit ein paar Leuten. Dann habe ich hier einmal Spotify. Ja, ist jetzt zwar ein Flugmodus, aber so sieht halt mein Spotify aus. Dann haben wir hier unten noch Instagram. Kennt ihr ja auch. Könnt ihr mir gerne folgen. Tada, ist auch unten verlinkt, also, ne? Dann WhatsApp, ganz normal, ne? Dann kommen wir zu den Apps, die ich so auf dem ersten Bildschirm hier habe. Habe ich einmal Kalender, ganz normal. Ich finde den iPhone-Kalender irgendwie komisch, weil da gibt es so Punkte und bei Samsung ist das halt anders. Da hat man dann gleich so stehen, was man vorhat und so weiter. Das ist irgendwie da nicht so, keine Ahnung. Dann ganz normal Einstellungen, Nachrichten, Wetter, kennt ihr alles. Da kommen wir schon zum ersten Ordner, der nennt sich Foto und Video. Da habe ich alle meine Fotobearbeitungs-Apps, meine Kamera und meine Videobearbeitungs-Apps. Also ich habe einmal hier Lightroom. Lightroom ist so, ja, für Fotografen eine sehr gute App. Wie man sehen kann, habe ich hier auch so ein paar Bilder. Zum Beispiel hier ein wunderschönes Bild von Büsum. Habe ich auch ein paar Presets, ja, womit ich immer meine Bilder bearbeite. Das ist jetzt zum Beispiel Pastel Brown, was ich immer so auf meine Fotos setze. Dann ganz normal Kamerafotos, kennt man halt. Dann haben wir PixArt. PixArt kennt, glaube ich, auch so ziemlich jeder, benutzt, glaube ich, auch so ziemlich jeder. Dann haben wir hier CapCut, eine Videobearbeitungs-App. Damit bearbeite ich immer meine Videos, die ihr hier auf YouTube seht. Auf meinem iPhone, wie gesagt, drehe ich höchstens halt meine Covers oder so. Also da wird nicht so viel bearbeitet wie jetzt auf meinem alten Samsung-Handy. Und dann haben wir hier noch Canon Camera Connect. Das ist halt die App für meine Kamera, die gerade filmt. Ich weiß halt einfach immer noch nicht, wie ich meine Kamera mit meinem iPhone verbinden kann. Auf meinem Samsung-Handy funktioniert das super. Auf dem iPhone habe ich es bis jetzt noch nicht geschissen bekommen. Keine Ahnung, wie das geht. Und dann haben wir die ganz normalen Apps Uhr. Da seht ihr meine paar Wecker. Ja, ich stehe meistens um 9 Uhr morgens auf, vielleicht auch schon ein bisschen früher oder ein bisschen später. Kommt immer so darauf an. Dann haben wir den App Store, Notizen. Notizen habe ich auch nicht so viel. Da habe ich jetzt zum Beispiel Songtext, schreibe ich da rein. Das hier ist immer mein aktueller Link zu meinem aktuellsten Video. Ich muss das nämlich beim iPhone immer extra nochmal in die Notizen packen, weil der irgendwas da noch mit reinschmeißt und dann kann ich es nicht auf Instagram kopieren, bla bla bla. Ja, dann haben wir hier noch Piercing. Ich möchte mir unbedingt ein Piercing machen lassen. Hier so ein Helix. Ich trage momentan nur so einen Ring. Und ja, da bin ich dann noch am überlegen, wann ich das mache.
Und dann haben wir hier noch Traumtagebuch. Jeder, der meinen letzten Vlog geguckt hat, weiß, dass ich Traumtagebuch führe. Ja, da ist nur ein Eintrag, weil ich bis jetzt sonst immer auf meinem Samsung-Handy das eingetragen habe. So, dann haben wir Safari. Kennt jeder, benutzt jeder. Gut, ich benutze meistens eigentlich auch lieber Google als Safari, aber egal. Dann haben wir FaceTime, Telefon und Twitter. Twitter habe ich mir erst wieder neu angeschafft, deswegen ist auf meinem Profil jetzt noch nicht so viel. Da ist mein Profil, tada. Könnt ihr mir auch gerne folgen. Ich weiß noch nicht, was ich da posten soll, weil, keine Ahnung, ich habe da halt meistens nur so Handballseiten, dem folge ich da. Naja, dann kommen wir zu Outlook. Outlook ist meine E-Mail-App, also ich benutze sowohl Gmail als auch Outlook. Outlook ist halt für alle professionellen Sachen wie Bewerbungen und weiß ich nicht alles. Also ich nutze fast nur Outlook. Dann YouTube. Kennt jeder, hat jeder, muss jeder hier haben, der zuguckt. Ja, brauche ich nicht viel zu sagen. Dann kommen wir zu YouTube Studio. Das ist eine App für Leute, die halt hier, wie ich, YouTube machen. Kann ich euch jetzt nicht so viel zeigen, aber da hat man halt so Statistiken, dass ihr so gucken könnt, wie viele Leute das Video angeguckt haben, wie oft das abgespielt wurde, wie gut welches Video ankommt, welches das beste Video ist, was ankommt und bla. Sowas alles. Dann haben wir ganz normal Taschenrechner, dann haben wir Facebook. Facebook ist momentan so eine Sache bei mir. Ich habe 3 Kanäle auf Facebook, also 3 Accounts. Und ich will in meinen einen Account reinkommen, den ich jetzt schon die ganze Zeit eigentlich habe. Aber irgendwie komme ich da nicht mehr rein und ja, deswegen kann ich euch das leider jetzt auch nicht zeigen. Ich heiße auf jeden Fall Yassi da irgendwie. Auf jeden Fall könnt ihr mich erkennen an meinem Profilbild. Da sehe ich halt so aus, wie ich aussehe. Und ich glaube, ich habe noch mein Bild mit Vincent Weiss da drauf. Ich weiß es aber nicht mehr. Ja, mal gucken, wann ich da wieder drauf komme. Dann Karten. Ist halt sowas wie Google Maps. Ich benutze das halt dann jetzt die ganze Zeit, halt diesen Navigator. Dann haben wir hier Vinted. Vinted kennt, glaube ich, auch so ziemlich jeder jetzt von meinem Kanal. Kontakte. Dann habe ich Mobilcom Digital Cloud. Ja, das ist halt so mein, sowas ähnliches wie iCloud. Halt, wie man sieht, da habe ich so ein paar Ordner. Ja, da habe ich auch 100 GB. Wenn halt das voll ist bei mir, was es jetzt schon ist, weil ich nur 64 GB habe an Speicherplatz. Gigabyte, Megabyte, Megabyte? Megabyte, glaube ich. Dann kommen wir zu der App Samsung Galaxy Watch. Ich habe hier eine Samsung Galaxy Watch und deswegen, ja, die kann man auch mit iPhone verbinden. Wusste ich selber erst auch noch nicht, aber ich kann es verbinden. Ja, tada. Kann man halt jetzt nicht so krass viel mitmachen mit der App, aber halt ich brauche die, um mein Handy mit der Watch zu verbinden. Dann haben wir Snapchat. Snapchat benutze ich so ziemlich gar nicht eigentlich. Ich kommuniziere nur mit ein paar Leuten, also ich schicke ab und zu mal ein paar Snaps raus. Und ich habe Snapchat eigentlich nur, weil da meine komplette Galerie abgespeichert ist von vor 5 Jahren. Deswegen, ja, habe ich das. Dann habe ich eBay Kleinanzeigen. Kennt, glaube ich, auch jeder. Dann kommen wir zur zweiten Seite, da habe ich einmal Dateien. Keine Ahnung, wofür Dateien da ist. Ich habe da nur meine ganzen Bewerbungsunterlagen drauf. Sonst keine Ahnung. Dann DB-Navigator, kennt auch jeder, ne? Dann kommen wir zum zweiten Ordner, der nennt sich Unnötig, weil da alle meine Apps drin sind, die vorinstalliert sind, die ich überhaupt gar nicht benutze. Wie zum Beispiel Apple TV, Home, Mails, so, ich benutze ja Outlook. Dann für die Apple Watch, ich habe ja meine andere Watch. Numbers, Pages, Tipps, Keynote, Kurzbefehle, Apple Store, ich weiß gar nicht, warum Apple und es Apple Store gibt und App Store? Ach, Apple Store ist, glaube ich, wo man dann so Zubehör für das iPhone kaufen kann, oder? Ich habe keine Ahnung. Dann gibt es noch Wallet, das wollte ich eigentlich auch mal irgendwie benutzen, damit ich mit meiner Uhr hier bezahlen kann, aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert, I don't know. Dann noch Health, ich habe nämlich was, ich habe noch eine andere App, dazu kommen wir noch gleich. Erinnerung, Musik, ich höre halt sehr Spotify, deswegen brauche ich Musik nicht. Wo ist? Ich glaube, das ist ja dieser iPhone-Finder oder so. Maßstab und Kompass. Kompass benutze ich ab und zu mal, aber sehr selten. Dann Sprachmemos, ich glaube, da habe ich gar nichts. Ja, da habe ich noch gar nichts aufgenommen. Dann Gmail.
Gmail, habe ich ja schon gesagt, benutze ich ab und zu, aber jetzt auch nicht so viel. Dann haben wir TikTok. TikTok könnt ihr mir auch ganz gerne folgen. Wie ihr seht, hello, this is my TikTok name. Ja, da lade ich auch ab und zu mal ein paar TikToks hoch. Ich habe so ganz minimal ein paar. ja, dann habe ich einmal Sparkasse und Pushtan. Das ist halt mein Online-Banking, ganz normal. Dann kommen wir zum nächsten Ordner, der nennt sich Covid. Da ist halt die Luca-App und mein Covid-Pass drin. Also ja, für alle, die es noch nicht wussten, hi, ich bin zweimal geimpft. Ich habe vollständigen Impfschutz. Ich gehöre zu 3G-Regel, zu 2G-Regel. Dann kommen wir zu meinem Spieleordner. Ich habe nicht viele Spiele, weil wie gesagt, ich habe nicht viel Speicher auf meinem Handy. Da habe ich einmal Quizduell und Sea Battle 2. Ihr könnt auch gerne mir auf Quizduell Anfragen schicken. Mir ist langweilig, ich brauche Leute zum Spielen. Also hier oben seht ihr mein Profilname. Ihr könnt mir gerne eine Anfrage schicken. Bin zwar doof wie Scheiße, deswegen könnt ihr wahrscheinlich sehr schnell gegen mich gewinnen. Aber egal. Ja, dann kommen wir zu Samsung Health. Das ist halt, ich benutze lieber Samsung Health, weil ich Samsung Health halt schon die ganze Zeit benutze. Und ich liebe diese App, weil man kann damit halt seine Schritte angucken, man kann sein Gewicht eintragen. Oh, ich muss noch mein Gewicht umändern. Ich habe mich heute gewogen. Ich habe abgenommen. Yay! Speichern. Ich bin immer noch übergewichtig. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist nicht nett. Das ist einfach nicht nett. Ja, ihr könnt auch euer Essen tracken. Mache ich so gut wie nie. Ihr könnt euer Training tracken, euer Trinken tracken. Trinken tracke ich eigentlich auch sehr selten. Puls könnt ihr nachgucken, wie sich euer Puls so verhalten hat. Das ist auch immer echt interessant, so zu gucken, in welchen Situationen auf einmal der Puls hochschnellt und wann nicht. Ja, dann habe ich den Wahlomat auf meinem Handy, weil... Ja, die Wahlen stehen hier kurz vor der Tür. Ich bin Erstwählerin, hi. Ich habe keine Ahnung, was ich da irgendwie so wählen soll. Deswegen habe ich meinen Wahlomat getestet, hat mir auch nicht wirklich weitergeholfen. Aber egal, ich habe meine Entscheidung getroffen und werde das Kreuzchen schon in ein paar Tagen, Wochen richtig setzen. Hoffentlich. Ja, dann haben wir noch die App In Love. Die kann ich eigentlich löschen. Die hatte ich eh eigentlich nur so... aus Spaß drauf, da konnte man halt so tracken, mit wem man seit wann und wann befreundet ist, bla, unnötig. Dann habe ich noch den Ordner Studium, weil falls es irgendwie noch niemand weiß, ich wollte vielleicht ein duales Studium beginnen und da habe ich ja, zwei Apps drin, einmal Canva, damit erstellt man halt Lebensläufe und Anschreiben und bla, kann ich euch jetzt nicht zeigen, aber auf jeden Fall kann man da Lebensläufe und so weiter erstellen, habe ich damit erstellt. Dann noch Microsoft Teams, das habe ich schon die ganze Zeit, weil damit auch in der 12. Klasse bei uns rumhantiert wurde, als Corona ganz neu war. Deswegen, ja, Teams bin ich jetzt schon Profi drin. Da habe ich noch Analyse Plus, ja, damit kontrolliere ich nur meine Instagram-Leute. Also ich benutze das halt hauptsächlich für diese Spalte hier. Hat mich nicht auch abonniert. Schönes Deutsch, ich weiß. Weil, wie man sieht, ich folge 2576 Leuten, aber die folgen mir nicht zurück. Und das ist dann immer so, okay, tschüss. Deswegen, da gucke ich dann meistens immer nach. Ja, und die letzte App, die ich hier habe, ist PayPal. Kennt ihr da? Benutzen wahrscheinlich auch viele. Damit, ja, zahle ich halt auch, kriege Zahlungen. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Mein Hintergrund, falls es euch irgendwie interessiert, den habe ich in Nürnberg auf Vincent Weiss Konzert gemacht. Ja, das ist halt mein Hintergrundbild. Das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne jetzt machen. Aktiviert die kleine Glocke, damit ihr keine Videos mehr hier verpasst. Und schreibt mir auch mal gerne in die Kommentare, was für ein Handy ihr habt und welches eure Lieblings-App ist. Ich glaube, meine Lieblings-App ist momentan Instagram. Ich glaube Instagram. Also ich hänge sehr viel auf Instagram ab, deswegen ja. Ich glaube, das ist so meine Lieblings-App. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!